Schreckliche Horrorgeschichten aus aller Welt, die dir Albträume bereiten werden. Das Gefängnis in Philadelphia. In diesem gruseligen Gefängnis im gotischen Stil spukt es gewaltig. Es wurde 1829 in Philadelphia eröffnet und war das erste Gefängnis in den USA, das Einzelhaft einführte. Gefangene verbrachten Wochen, manchmal sogar Monate in den düsteren Steinzellen und bekamen schwarze Hauben über den Kopf gestülpt. Damals glaubte man, dass Einsamkeit die richtige Strafe wäre, die zur Rehabilitation führen würde. Kritiker waren der Meinung, dass dies emotionale Qualen hervorrufe, die mit körperlicher Folter vergleichbar waren. Das sogenannte Pennsylvania-System wurde in mehreren anderen Staaten und in Europa repliziert. Als das Gefängnis 1971 geschlossen wurde, glaubte man, dass die Geister der Insassen das Gefängnis zurückerobern wollten. Besucher behaupten, ihre Geister durch die Korridore laufen zu sehen und in verlassenen Zellenblöcken unheimliches Flüstern zu hören.